Hallo. Hallöchen. Hallo. Meint ihr, ich habe vielleicht gerade den Osterhasen gesehen? Ja. Der ist um den Pool gesprungen. Ihr müsst mal gucken, ob er da was verloren hat. Er wollte sich bestimmt abkühlen. Bestimmt, weil es so super heiß ist. Ja. Schuhe. Stefan ist ja noch in Quarantäne, noch einen Tag und darf das Gelände nicht verlassen, auf dem wir wohnen, welches auch sehr schön ist. Genau, aber ich darf trotzdem unterwegs sein und ich bin jeden Tag hier im Dorf unterwegs. Und heute habe ich die Jamila mitgenommen. Genau, und wir schauen uns mal zusammen an, was es hier unterwegs alles gibt. So sehen die Straßen teilweise aus und da hat sich vorgestern die Phoebe auch einmal voll reingelegt. Ihr könnt euch vorstellen, was das für eine Sauerei war. Ich hoffe, dass die heute schön an der Seite vorbeigeht. Für die Phoebe ist alles sehr, sehr spannend. Da kann man viel erschnüffeln. Zebu-Kaka zum Beispiel. Und was auch sehr spannend immer ist, es gibt hier ziemlich viele Straßenhunde. Aber die Phoebe ist ganz cool damit. Sehr fein, Phoebe, sehr fein. Da vorne ist eine Madagassin, die hat uns gerade gefragt, ob wir Sardinen haben möchten. Aber ich mag keine Sardinen leider. Stefan hätte sich bestimmt gefreut. Die waren übrigens frisch, also die waren, glaube ich, gerade genau aus dem Meer gefangen. Also nicht zubereitet oder gebraten. Genau, hier ist ein wunderschöner Garten. Ich weiß nicht, ob das eine Anlage ist von einem Hotel oder ich glaube, die wohnen hier privat. Das ist ein typisch madagassisches Haus. Ich glaube, das hier so sieht man oft in den Gärten hier an der Straße, so Verkaufsstände. Einfach so Unterstände mit so provisorisch wirkenden Tisch und Bank. Aber da sitzt gerade keiner. Hier verkaufen sie was. Marmelade. Ich bin zurück vom Dorf und jetzt bin ich wieder auf dem Gelände und ich habe da unten an so einem Stand, wollte ich Süßigkeiten kaufen, weil ja heute Ostersonntag ist und wir haben gar nichts hier für die Kinder. Wir kommen ja auch nicht in die Stadt. Und da Stefan auch in Quarantäne ist, sind wir ein bisschen hier gebunden, hier zu sein. Genau, aber ich habe jetzt unten gerade im Dorf geguckt, ob es ein bisschen was Süßes gibt und ich habe was gefunden. Frego. Waffeln, Schokowaffeln. Ich glaube, das ist was den Kindern noch schmecken würde. Und das werde ich jetzt hier am Pool verstecken. Und dann dürfen sie wenigstens ein bisschen Waffeln suchen zu Ostern. Die freuen sich, glaube ich, schon. Hallo. Hallöchen. Hallo. Meint ihr, ich habe vielleicht gerade den Osterhasen gesehen? Ja. Der ist um den Pool gesprungen. Ihr müsst mal gucken, ob er da was verloren hat. Er wollte sich bestimmt abkühlen. Bestimmt, weil es so super heiß ist. Ja. Schuhe! Was machst denn du hier, Nela? Ich male eine Geschichte, eine Bibelgeschichte. Denn mir kam heute Morgen der Gedanke, dass ich meine Zeit hier ja auch sinnvoll investieren könnte, einfach was zu malen. Ich habe nämlich alle Sachen da, die ich brauche. Ich bin noch ganz am Anfang. Wird natürlich noch ausgemalt. Genau, und wenn ich die Geschichte, in dem Fall vom verlorenen Sohn, fertig gemalt habe,
Dann gehe ich ins Dorf rein, da sind nämlich viele Kinder unterwegs auf der Straße und dann schenke ich die einem Kind. Und vielleicht freut es sich. Der Strand ist super schön hier in Madagaskar oder hier in Nusibé besonders. Und der gefällt nicht nur mir. Schaut mal, hier ist nichts los. Aber irgendwo könnte man vielleicht die Phoebe springen sehen. Die ist nämlich voll die Wasserratte hier. Stefan hat heute auch seinen ersten Tag außerhalb der Quarantäne. Die ist vorbei. Und der ist mit den Kindern ein bisschen weiter vorne unterwegs. Und hat sich, glaube ich, auch schon ziemlich drauf gefreut, endlich mal auch diesen Strand, der direkt vor der Haustür ist, nutzen zu können. Für mich als Weißer 5 Sekunden, um ein Taxi-Tuk-Tuk zu finden, mit dem ich mit der Jamila die neu gewonnene Freiheit genießen kann. Und wir gehen gleich mal in eine kleine Stadt, um Flipflops zu kaufen und ganz, ganz wichtig, Kaffee, denn der ist uns jetzt ausgegangen. Vielleicht auch Bananen? Nee, Bananen haben wir genügend, die wachsen ja bei uns auf den Bäumen sogar. Hey, der überholt uns. Hier ist eine Schlaglochpiste. Wir kommen vielleicht so mit 20, 25 km/h voran, durchschnittlich. Weil man immer wieder den Schlaglöchern hier ausweichen muss oder Wasserpfützen. Es regnet ja hier circa einmal am Tag oder spätestens alle 2 Tage und deswegen gibt es hier überflutete Straßen kurzweilig. So, und da hat er uns wieder abgeliefert bei uns und tuckelt weiter auf der Suche nach einem neuen Kunden. Jamila, was haben wir eingekauft? Hier sind die Flipflops, die Jamila gekauft hat. Von Nike. Für 5000 Ariari. Also so 4400 Ariari oder 4500 Ariari. Das ist ungefähr 1 Euro. Also ein bisschen über 1 Euro. Und du zeichnest fleißig weiter, Nela? Ja. Ja? Kleines Update für dich. Du siehst, wir sind immer noch hier im Urlaubsparadies. Das heißt, wir haben es noch nicht geschafft, nach Madagaskar zu fliegen. Wir haben ein bisschen gewartet auf den Sonntag, nachdem wir über eine Woche schon hier waren, weil dann der Präsident neu entscheiden wollte, wie es nun ist mit den Maßnahmen hier für die Insel und für ganz Madagaskar. Und er hat, was uns jetzt nicht sehr überrascht hat, entschieden, dass der Lockdown natürlich noch weitergeht. Ich meine, es kommt dir wahrscheinlich auch aus Deutschland bekannt vor, diese Situation. Und hier in Madagaskar ist es diesbezüglich ähnlich. Ja. Das bedeutet für uns, wir sind hier quasi weiterhin gefangen. Und wir haben jetzt nochmal sämtliche Möglichkeiten abgegrast. Wir haben auch gute Freunde in der Hauptstadt und auch in der Schweiz, die sich auskennen mit Madagaskar und was man hier so erreichen könnte. Und ja, was sind die Möglichkeiten? Ja, die sind ziemlich begrenzt, weil zu Schiff und zu Land sind die Lockdown-Regelungen sehr, sehr stark vorhanden, sodass wir keine Möglichkeit haben zu reisen. Auch über Flugzeug geht gerade gar nichts und die einzige Möglichkeit ist, dass wir weiter auf dem Flugzeug von der MAF, also einer Flugzeugmissionsorganisation, warten, wo uns Freunde dann hier abholen könnten. Das dauert aber wahrscheinlich noch einige Tage. Da ist auch ein Teil gerade kaputt vom Flugzeug und die brauchen ein Ersatzteil vom Ausland und darauf warten die und dann braucht es nochmal eine Spezialgenehmigung und
mit der könnten wir dann ausfliegen. Also es ist auch voll spannend für uns zu wissen, wie lange wir noch hier sind. Es kann noch bestimmt eine Woche dauern, vielleicht 10 Tage, aber wir hoffen, dass es bald wird, weil unser Visum läuft auch irgendwann ab, das nur vorübergehend ist und das müssen wir wieder verlängern und dafür müssen wir in die Hauptstadt ziehen. Genau, also das Visum, was wir in Deutschland bekommen haben, das hält für insgesamt einen Monat an, also für 30 Tage und dann läuft es ab. Und normalerweise ist es so gedacht, dass du natürlich in dieser Zeit in die Hauptstadt kommst und es dort vor Ort verlängern lässt. Also du brauchst dann quasi einen Mietvertrag vor Ort und mit diesem kannst du es dann verlängern lassen. Genau, aber da uns das Corona-Ding gerade nicht möglich ist, sitzt uns da ein bisschen die Zeit im Nacken. Aber ja, wir haben einen großen Gott, auf den wir vertrauen können und wir vertrauen auch, dass es auf dem letzten Drücker, wie es schon so oft so war, einfach noch klappen wird und darauf setzen wir all unser Vertrauen. Wir machen heute einen Ausflug zum Lemurenpark. Zum Lemurenpark. Ja, wie cool. Wir dachten, der ist geschlossen, denn hier in Madagaskar oder auf Nosy Be ist voll der Lockdown. Deswegen sind wir natürlich auch mit Mundschutz unterwegs, was sehr heiß ist. Genau, aber der Lemurenpark ist geöffnet und wir dürfen reingehen. Und wer ist alles dabei? Alle Kinder, auch unser ehemaliger Quarantänemann. Ja, der erste Ausflug nach der Quarantäne. Sau cool. Und im Kofferraum ist die Phoebe und die darf leider nicht mit rein. Wir müssen sie hier lassen. Ich hoffe, dass es nicht so heiß wird für sie. Mal gucken, wie wir sie unterbringen, dass sie genügend Luft bekommt und natürlich Wasser. Genau. Also, dann sei gespannt. Wir nehmen auf jeden Fall die Kamera mit und hoffen, dass wir vielleicht den einen oder anderen Lemuren aufnehmen können. Ihr dürft ihn anfassen, aber ihr müsst hinter dem Fuß stehen. Filino muss sich hinter den Fuß hinstellen, auf sein, wo er steht. Genau. Janila, schau hier hin. Da kommt wieder. Langsam, ne? Langsam. Komm her zu mir, Salome, dann siehst du. Ihr dürft ihm was zu essen geben. Langsam, langsam müsst ihr machen. Eineinhalb Monate altes Babykrokodil. Und es kann schon ganz arg beißen, deswegen darf man das den Mund nicht aufmachen lassen. Vorsicht, halt das Maul zu. Wenn die Nela das Maul nicht zuhält von dem Babykrokodil, dann ist der Finger weg. Denn die können schon gut beißen. Ja. Eineinhalb Monate altes Babykrokodil. Und es hat schon ganz gemein gefährliche Augen. Kann man das sehen? Zeig. Oder? Die Augen schauen schon gefährlich aus. Augen schauen gefährlich aus. Lasst euch nicht schnappen, das schnappt auch an die Nase. Nase schnappt. And the lemurs in generally, because in the all Madagascar there are 120 species of lemurs. They can survive still 25 to 30. Okay. Yeah. Okay, wir sind wieder im Auto und fahren nach Hause. Wie hat es euch gefallen im Lemurenpark? Es war sehr schön und auch total heiß. Das war so richtig tropisch. Und deswegen freuen wir uns jetzt, wenn wir nach Hause kommen, ein bisschen wieder vielleicht den Pool abzukühlen und noch ein bisschen Mura Mura machen. Also ein bisschen chillen.